Leute, herzlich willkommen zurück auf Quaffletech. Und Leute, wir sind im Ernst. Ich wollte dazu eigentlich ein Video machen. Leider hat es ohne Sound aufgenommen. Dazu gibt es leider kein Video. Aber egal, wir werden heute eine Enderman fahren mit den. Also eine Enderman fahren mit den Werten Leon. Es kann abbauen und warum? Warte mal. Ganz schnell. Oh, verdammt. Falsche Taste gedrückt. Oh no. Ja, das fängt mal wieder sehr schön an. Also, Leon, es kann erklären mal bitte den Zuschauern, wie man eine Enderman Farm baut. Leon SK. So, hier die Fläche ist gut. Leon SK. Ja. Kannst du mal den Zuschauern erklären, wie diese Enderman Farm funktioniert? Guckt einfach zu. Ja, das ist Leon SK. Wollen wir es in der Timelapse bauen oder ein paar mehreren Cuts? Also, für was wärst du? Oh mein Gott. Okay, Timelapse. Also, Timelapse. Go, wenn ich die ganzen Endermans besiegt habe. Jonas baut jetzt die letzten Blöcke auf. Machst du mal weiter? Ja. Soll ich jetzt? Ja, mach. Ich hab's erlaubt. Ich wollte es noch machen. Yeah. Sieht sehr gut aus. Oh no, der ist Akku auf dich. Guck. Er ist runtergelaufen. Guck, nee, er läuft. Die laufen runter. Ja, die laufen alle runter. Wie dumm sind die eigentlich? Und dann, wenn die jetzt da unten sind, können wir die jetzt killen. Oh, guck, hier sind sie. Komm her, du bist live dabei. Hast du nicht gemacht. Scheiße. Hast du nicht gemacht. Au. 2000 years later. Das ist die Enderman-Farm, die wir jetzt gemacht haben. Ja, das kann, aber bist jetzt schon wieder hin, dachte da. Ich bin hier oben. Ja, kommst du wieder runter? Ich komm runter. Möchtest du noch irgendwas erzählen? Also, du hast es ja komplett gebaut. Sie hat die erste Teil. Ja, okay, ich erzähl's. Die allererste Teil ist das anders. Das ist die erste funktionierende Farm, die ich je gebaut habe. Krass. Nee, die zweite mit der Kuhfarm. Ja, stimmt, die Kuhfarm. Dazu gibt's keine Videos, sorry. Ich sag, aber ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, wie viel die produziert hat in 2 Tagen. Wir haben es einfach mal ein bisschen getrickst. Wir haben aber insgesamt 2 Tage. Wie viele Stunden haben wir für die Kuhfarm? Aber hier sind keine Endermans mehr, irgendwie. Ja, die spawnen immer wieder. Du musst immer wieder mal hochgehen, wenn da keine spawnen. Und eben schauen, dass also die ganzen Chunks loading. Oh mein Gott, ich bin hochgekommen, hab fast den Enderman angeguckt. Ich hab's gesehen. Warum kommt der? Hä, wieso? Der ist nicht mehr. Wieso greift er nicht mehr? Hä, doch, der geht. Ah, der ist immer noch aggro, okay.
Also nur manchmal. Hier oben. Manchmal dauert es ein bisschen, bis welche spawnen. Hey, das ist gar nicht mehr da drin. Das fehlt. Darf ich mir die Enderpearls einfach frei weg rausnehmen? Ja, darfst du rausnehmen. Oh mein Gott. Ich weiß, warum da ist das Tier ist gar nicht mehr da drin, weil wir es nicht benannt haben. Oh. So sieht's aus, wenn ein Leon ist. Ich kann mein Kart nicht platzieren. Ja, das liegt daran, weil du es nicht auf der Schiene platzieren kannst, ey. Du kannst es nur auf Schienen platzieren. Ich weiß, es ist ja eine Schiene. Ja, aber da ist ein Entity drauf. Oh Mann. 2000 years later. 2000 Jahre später und Leon ist gerade erfolgreich repariert. Das ist super gut. Von einem, dann bekommen wir XP. Ich glaube, das ist schon wieder weg. Ich habe das Gefühl. Nee, das Ding ist immer noch da oben. Wenn du es halt nicht benannt hast, dann ist es dein Problem. Wir können noch so viel mit den Dings machen. Wann wird es? So, Ding ist auch eine XP-Farm dabei. Ja, ne? Also es ist eine XP-Farm und eine Enderperlen-Farm. Also ich brauche die ganzen Enderperlen. Gib mal die ganzen Enderperlen. Die sind in der ersten Chest. Ich will das auch haben, was auf dein Schwert hast. Feuer oder was das ist. Verbrennung. Verbrennung. Aber wir gehen schnell ins Handelsdepot, okay? Kommen Sie mit? Warte. 2000 years later. Kommst du? Ich will doch. Spawn kein. Hier unten sind keine mehr. Ich soll mal wieder hier runterkommen. Schon 1 gegen 1 machen. Ja, guck, komm, was ich gemacht habe. Gehen wir zum Handelsdepot. Jetzt in jeder Chest zu machen. Aha. Schau mal, wir gehen jetzt ins Handelsdepot, okay? Wohin? Ins Handelsdepot, wo die ganzen Villager bei mir sind. Über den Knopf, bitte. Ja. Nicht wundern, wir haben nicht eine Wassertür, wir haben jetzt nicht mehr die Lavatür. Wasser finde ich viel angenehmer, weil es dauert nicht so lange, bis es schließt, macht keinen Schaden und passt mehr zur Base. Das gehört Explosion. Und jetzt haben wir auch eine Pilzkuh. Haben wir ich habe jetzt mal Stack und 31 ja. Smaragde genommen. Das ist unser Herzstück. Und wenn ihr es euch wundert, warum ich hier Gaps habe, also Enchantete, gönnt euch mal das da. Symphonie. Ja. Und goldene Karotten kann man auch bei denen kaufen. Also super gut. Hier der halt Infinity Handel. Und du willst jetzt. Hey, der ist verteuert. Ja. Ist auf einmal wieder Smile. Ist auf einmal zwei Smaragde. Ja, zwei Smaragde, ne? Ja, ich habe gerade wieder eingekauft. Jetzt habe ich noch 1, 6 und 7. Mhm. Jetzt habe ich 31 Äpfel. Okay. Zauberte. Okay. Ich schau mal jetzt halt nach den ganzen Dings. Wie heißen die jetzt nochmal? Die. Flamme? Nee. Dings. Ja, nee, die Verbrennungsbücher für dich. Das Verbrennung. Das, ja, da ist Flamme für den Bogen. Verbrennung ist, glaube ich, hier irgendwo bei der zweiten, glaube ich. Aber da hatte ich doch schon geguckt. Ja, Fire-Aspect 2. Ein Emerald bitte und ein Buch schnell. Also aus dem Chest. Verbrennung. Zack. Hier hast du dein Fire-Aspect 2 Buch. Ich sag mal so, es ist OP. Fire-Aspect 1 ist in meinen Augen so gut wie Fire-Aspect 2. Aber du hast das 2 bekommen, weil es alles gleich teuer ist. Und dann, ja, hast du halt ein bisschen mehr. Ja. 11 Level, was für Level bist du? 22, gib mir. Stop. Zack, zack, zack. Alles gut jetzt? Brauchst du noch irgendwas so ins bezüglich auf Zeug? Zeug? Was ist? Brauchst du noch irgendwas? Hast du Looting rein? Kommt er nicht. Hast du Looting? Looting, also auf. Plünderung. Ja, habe ich. Okay, dann ist ja alles gut. Und Leute, zu euch sage ich. Jo, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung. Abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. Abonniert Leoniska. Ich will abonniert. Ja, für Leoniska gerne ein Abo dalassen. Sein Kanal ist. Hab 17 Follower. Was? Ich glaube, ich habe 12 oder 17 Follower. Eins von beiden. Ich guck mal nach. Ich habe 28. Ja, das war's mit der Folge. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und ciao.